Eigentlich ist es Wahnsinn. Jetzt haben sie es bis hierhin geschafft. Sportlich, komplett überzeugt, aber noch nichts erreicht. Und ab jetzt ist alles nur noch eine Frage der Nerven. Müller geht mit gutem Beispiel voran. Sicher versenkt. Der Elfer war gut geschossen. Der Keeper spekulierte und entschied sich für die falsche Ecke. Er ist ein sogenannter Natural Born Leader, aber behält er auch den Nerv? Auch er trifft. Jetzt steht es 1:1. Jetzt steht es 1:1. Jeder einmal getroffen. Es war spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Er war sich seiner Sache ziemlich sicher und genauso selbstbewusst hat er auch verwandelt. Lemar tritt als zweiter Schütze an. Er trifft den Pfosten. Da hat der Torwart sich mal eben mit allen Fußballgöttern dieser Welt verbündet. Er überlistet den Torwart und das Ding ist drin. Und sie liegen zwei Tore vorn. Sie liegen mit zwei Toren zurück. Also wenn der jetzt auch in die Hose geht, dann war's das. Und der Torhüter liegt in der falschen Ecke. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Wenn er tatsächlich was für die Nerven seines Trainers und seiner Mitspieler tun will, eine tolle Parade des Torhüters. Kein guter Elfmeter. Zu unplatziert und auch nicht hart genug. Er wäre dann Schütze Nummer 4. Er hat den Gegner ausgeguckt und den Ball gehalten. Das wäre der Sieg. Wird er der Held des Tages? Er nagelt ihn rein und gewinnt damit das Spiel für sein Team. Sie haben es geschafft. Der Pokal ist da, wo er nach Meinung der Fans hingehört. Ein letztlich verdienter Erfolg und ich habe so das Gefühl, es könnte eine lange Nacht werden. Sie haben das Ding im Sack. Sie sind heute als Sieger vom Platz gegangen und werden jetzt bei der Siegerehrung zu Recht gefeiert.